Also schwinge ich mich auf mein Rad und fahre die 6 Kilometer von Eckwarde-Hörne nach Ruwarden. Zum Hof von Jan und Karin Gerdes. Auf dem Hof Butenland finden in die Jahre gekommene Rinder einen Ruhesitz. Der Hof wird über Spenden finanziert. Besucher sollten sich vorher unbedingt anmelden. Dann nehmen sich Jan und Karin gern Zeit. Hab ich übrigens auch gemacht. Ein Streichelzoo ist dieser Hof nicht. Jedes der Tiere, die hier leben, hat eine eigene, oft bewegende Geschichte. Jetzt wird Louis gerufen. Louis ist ein Schwein und lebt bei Karin und Gerd. Und kriegt draußen sein Futter. Banane, Apfel, was ist das andere da? Ananas. Mensch, und dies braune? Das sind Rübenschnitzel, ja. Getrocknete, eingeweichte. Und Louis geht's hier richtig gut? Louis geht's gut. Ja. Louis ist ja hier sozusagen auf eurem Hof, auf eurem Gnadenhof. Was hat denn der Louis für eine Geschichte? Der Louis kommt ursprünglich aus einem Zirkus. Dort war er allerdings nur eine kurze Zeit. Und ist dann von einer Lehrerin befreit worden, freigekauft worden. Die hat jahrelang mit ihm gelebt und hat ihn allerdings auch sehr vermenschlicht. Er ist schon ein kleines Dramaschwein. Aha. Und aufgrund von Trennung und Scheidung konnte sie ihn nicht mehr behalten. Ja. Und er ist jetzt ungefähr 6 Jahre bei uns. Und er ist sehr dominant, er ist immer aktiv. Aha. Und ohne Louis geht hier gar nichts. Und er ist mittlerweile 13 Jahre alt. Aha. Das ist sehr erstaunlich für ein Minischwein. Die werden eigentlich... Ach, soll ein Minischwein sein? Ist ein, also ganz schön. Nee, das ist ein Göttinger Minischwein. Ah, ja. Die hat man mal speziell für Tierversuche gezüchtet. Die werden allerdings höchstens 10 Jahre alt, weil die eben aufgrund dieser Überzüchtung. Und er wird jetzt im April 13 Jahre alt. Der lebt bei euch, bis er stirbt? Ja. Und, liebe Zuschauer, wir sind hier steht es, in einem Kuhaltersheim. Gerd, was ist ein Kuhaltersheim? Jan Gerdes, Entschuldigung. Jan. Ja, ein Kuhaltersheim. Hier leben Kühe, die normalerweise schon lange geschlachtet worden wären. Die teilweise ewig lange Milch gegeben haben, sehr viele Kälber gehabt haben. Und die dürfen hier bei uns alt werden und noch mal ein schönes Leben haben. Ja. Und da hinten sind sie schon. Kann man da mal reingehen? Ja. Ist das in Ordnung? Ja? Gehen, ja. Ist nicht nur der Louis, was zu fressen kriegt, sondern auch die Kühe. Was hatten die Helle zum Beispiel für eine Geschichte? Diese Helle, das ist eine sogenannte Mastkuh. Die ist kleinwüchsig. Die hätte normalerweise, müsste die 30, 40 cm größer sein und auch breiter. Und die tauchte also für die Zucht überhaupt nichts und deswegen wurde sie abgegeben. Und die hier? Das ist eine Kuh, die kommt aus einem Anbindestall von einem älteren Bauern, der seine Landwirtschaft aufgegeben hat. Und da waren zwei Mädchen, die immer die Kühe kannten, die da in der Nähe gewohnt haben. Und die haben dafür gesorgt, dass diese Kuh und auch ihre Tochter, die ist auch hier mit auf dem Hof, leben bleiben, dass sie zu uns kommen. Ja. Dies ist Amy und ihre Tochter heißt Agathe und die beiden sind eigentlich ganz dicke Freundinnen. Ich weiß gar nicht, ihre Tochter jetzt im Moment ist, normalerweise laufen die immer zusammen. Sag mal, Jan, bevor du diesen Hof hattest, hattest du diesen Hof auch schon, aber da hast du die Landwirtschaft gemacht hier, ne? Ja, also ich bin hier groß geworden. Ja. Ne? Das ist der Hof, den haben meine Eltern ganz normal bewirtschaftet. Und dann bin ich irgendwann dazugestoßen, habe meinen Vater abgelöst, habe den Hof dann umgestellt, habe hier biologische Landwirtschaft betrieben. Und habe dann aber eigentlich, es war immer so, dass ich die Kühe unheimlich gerne mochte. Und irgendwann kam so der Punkt, wo sich das auch nicht wirklich mehr gelohnt hatte, Landwirtschaft zu machen. Mich hat das also auch keinen Spaß mehr gemacht. Ich hatte eigentlich beschlossen, alle Kühe zu verkaufen. Und dann waren die letzten Rinder passten dann nicht mehr auf diesen Transporter, der alle meine Tiere abgeholt hatte. Und das war ein ziemlich gemeiner Moment. Ich kannte das zwar, dass immer Tiere verkauft wurden, aber es kamen auch immer neue dazu. Deswegen waren immer so 60, 70, 80 Tiere auf dem Hof. Deswegen war das zum Schlachtenbringen nie so wahnsinnig schwer. Aber wie dann auf einmal alle Tiere den Hof verlassen sollten,
Das tat dann schon irgendwo ein bisschen weh. Und 10 Rinder, die passten dann auf diesen Transporter nicht mehr drauf. Die sollten 14 Tage später abgeholt worden. Und das war dann sozusagen dann der Moment, wo ich sagte, nee, das tue ich euch nicht an. Ihr dürft hier bleiben. Solange wir auf diesem Hof wohnen, dürft ihr hier bleiben. Und so sind aus den 10 Kühen mittlerweile fast 40 geworden. Aus allen Teilen Deutschlands kommen sie, um hier ihren Lebensabend zu verbringen. Schwein gehabt, sozusagen.